glaube, dann wäre komplett alles vorbei gewesen. Aber jetzt, zack, boom, bam, nach links. Und gleich müssen wir wahrscheinlich noch einen Knopf drücken. Nochmal nach rechts, easy. Und dann E drücken, boom. Und jetzt sind wir da oben, kurz an dem Typen vorbei. Ganz gechillt, mega cool. Ich mag diese Passagen, wo man immer so Knöpfe drücken muss, um auszuweichen, weil dann fühlt man sich in dem Spiel mindestens ein bisschen gebraucht. Weil man spielt ja eigentlich fast nur ein Video, wo man irgendwie die ganze Zeit nur eine Geschichte anguckt, ne? Und Q drücken, zack, boom, bam, und nach unten schmeißen. Krasser Scheiß. Okay, dann E drücken, easy, Parkour-Skills, haben wir zufällig mal da. Und wenn man, wieso war gerade Ivo mit dem Kopf nach unten gesprungen? Was war denn da los? Hilf ihm mal bitte auf. Gut gemacht, Ivo, du hast einen Kopfsprung in den Sand gemacht. Okay, da sind noch ein paar Zombies am Start. Kurz nochmal die Richtung wechseln und nach rechts, bitte. Wollten wir nicht gerade eben dieser Frau da irgendwie folgen? Wieso stehen wir jetzt an der Klippe? Oh nein. We'd never survive jumping down. Enderperlen werfen, Enderperlen werfen. Ich habe nämlich noch zwei Stücke mit Inventar. Ich habe das nämlich gesehen. Jo, wohin werfen wir denn? Nach da unten wahrscheinlich. Jo, wieso fliegen die denn so langsam? Hä, die fliegen ja wie in Zeitlupe. Es macht mich traurig, dass ihr weglauft. Oh oh. Wann kommen die denn endlich an? Hä, wieso sind die denn in Zeitlupe so runtergeflogen, diese Enderperlen? Normalerweise von den Minecraft... Normalerweise kennt ihr das von den Minecraft Survival Games Profis anders, ja? Lauft! Okay. Das heißt, wir haben also jetzt diese Dame kennengelernt. Und jetzt sind wir zu dritt unterwegs. Zu dritt in einem Biom, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen. Wir müssen untertauchen. Was ist mit unseren Freunden? Moment, du hast Parma erschaffen, man kann sich hier draußen nicht verstecken. Hier ist echt nur Sand. What kind of help? We need to get to my secret lab. Well, let's get there fast. Those zombies aren't just stronger than I've ever seen. They're also faster. We'll need to split up. You head to the lab while I lead these mobs away. Got it? Okay. Aufteilen ist keine gute Idee. Ich sehe kein geheimes Labor. Bist du dir sicher, dass du damit klarkommen wirst? You'll be okay on your own. Hey, I've managed to stay alive this long, haven't I? Stimmt allerdings, die war ja auch davor die ganze Zeit alleine. Geht einfach in diese Richtung, okay. Okay, einfach ein großer Unterschied. Wahrscheinlich ist dieses Labor, wo sie sich irgendwie auffindet. Ah, okay. Gut, da ist ein riesengroßer Turm. Alter, das sieht echt cool aus. Ich muss sagen, dieser Grand Canyon und mit diesen ganzen Technologie und so, das passt irgendwie alles so ein bisschen zusammen, ne? Ah, schaut euch das mal an. Das sieht... Ah, das ist ein Dings. Das ist ein Bild. Und ich wette, dahinter ist eine Tür und dann kann man da durchlaufen, oder nicht? It's like an exact copy. Ah, guck mal, dahinter ist wahrscheinlich genau dieser Berg geformt. Ah, sehr cool gemacht. Ah, die Computer bemerken sowas ja nicht. Die sind ja ein bisschen zu dumm dazu, ne? Das heißt, wir drücken da mal nach rechts. Und dann haben wir da einen Kaktus. Ansehen. Das heißt, da ist ein Kaktus. Oh, oh. Warte mal. Wie machen wir das? Der Kaktus ist nicht im Gemälde drin. Falltür öffnen. Wahrscheinlich da rein, oder? Ah, da ist ein Hebel. Drück den Hebel. So, und wie kriegt man das jetzt wieder zu? Wie willst du dieses Loch wieder so zubauen, damit es wieder aufgeht? Alter. Das ist ein geheimer Eingang. Wir steuern das Wasser an. Okay, das heißt, wir müssen... Oh, müssen wir hier zufällig ein paar Knöpfe drücken? Nee, müssen wir nicht. Okay, ich dachte, ich muss jetzt schon navigieren, wo wir hinfliegen oder so. Die hat mit Seelaternen gebaut. Ich mag Seelaternen, die sehen echt hübsch aus. Die geben so ein blaues, wunderschönes Licht von sich. Finde ich gut, dass die das in Story Mode eingebaut haben. Haben wir, glaube ich, auch im letzten Level ganz viele gesehen. Ui, die Zombies sind, glaube ich, nicht so gut im Dropper. die sind nicht allzu clever. Pama meint es ernst, wir sollten nicht hier bleiben. Die sind wahrscheinlich nicht allzu clever, diese Leute, die uns gerade eben verfolgen, ne? Okay. Ja, das sind ja letztendlich auch nur Zombies. Oh nein, der eine Zombie. Wieso ist dort ein Cobweb? Ah, okay. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich mit dem Dealen easy kurz ins Wasser schubsen. Ah! Traust du dich, ihn anzustoßen? Er ist wieder ein normaler Zombie. Vorsicht, er ist immer noch gescheit. Er ist wieder ein normaler Zombie.
Look at that. It's back to being just a normal zombie. Never thought I'd be relieved to see a zombie. Daher, dass es ja Elektronik ist, ne? Like washing away the red stuff. Oh, wir müssen das Ding mitnehmen. Thomas' control can be broken after all. If this woman's lab is a bust, but we just learned about water disabling Thomas' chips. Ja, aber wenn es so einfach ist, wieso hat diese Frau, mit die wir getroffen haben, das noch nicht alles gemacht? Despite our setbacks, I must say that woman has been a most intriguing person so far. I'm still not entirely sure what faszinierend, ja. Also faszinierend findest du. Findest du sie nicht vielleicht sympathisch? Considering my own history, I'm inclined to give her the benefit of the doubt. Intriguing, Ivor? Why, whatever do you mean? Da ist jemand verliebt. I just mean that I can empathize when it comes to your creations getting out of hand. Ach, Ivor. Nothing more. Careful with all that sputtering. You'll swallow your beard. Lol. Okay. It was nothing. Ja, ja, Ivor. Natürlich war da gar nichts. Der blonde Typ. Yeah, this is Ivor. Our friends who we left back there are Petra and Lucas. And you are... You can call me Harper. Hallo, Harper. You could also explain why you led Palmer's forces right to my secret lab. Seems to me I've got a whole lot of... Du hast gesagt, ich soll herkommen. Sie können nicht reinkommen. Ja, mein Fehler. Ja, das war unser Fehler. Tut uns leid. Yeah, that one's my bad. Sorry about that. Uh-huh. I'll be sure to use that sorry for protection when that crazy computer is knocking on my door. What are you doing in this world anyway? You here to try to steal my secret... Die hat eine echt coole Stimme, muss ich sagen. No! So eine richtig amerikanische. Just figured I'd ask. Better safe than sorry and all that. Bunch of you are the first people I've seen come out of the portal network in forever. So you have to excuse me if it made me a little anxious. Okay. Du weißt davon? Hast du uns zufällig beobachtet? Das würde uns paranoid machen. Yeah, just the risk that comes with setting up camp so close to where the portal network spits people out. You know that much about how this portal network operates? I should think so. I helped build the dang thing. But that would make you an old builder. Forgot you people called us that. Ja, der Name ist mir nie eingefallen. Bring uns bitte nach Hause, hilf bitte unserem Freund. Kannst du Palmer nicht aufhalten? Okay, well, if you're an old builder, can't you do something to stop Palmer? Den Stecker ziehen zum Beispiel? Palmer's just too powerful. And besides, there's actually no exit portal back to the portal network from this world. What? Why not? I destroyed it. So that Palmer couldn't get free. Oh. It was impulsive, but it was the only way I could think of das to make sure dumm. Palmer didn't try and spread to other worlds. Well, that was a pretty stupid thing to do. Ja, wie soll man jetzt hier wieder rauskommen? Home anytime soon. So, Palmer, what is it? I swear, I made Palmer with good intentions. It was designed to automate things, make everything more efficient, use monsters to help with farming or mining. Oh, okay. Until the day Palmer decided that the townspeople weren't efficient enough already. Ah, okay. Das heißt, Palmer war sozusagen eine Idee, um alles, um den Menschen zu helfen. Dann hat er einfach angefangen, so gut zu helfen, dass er einfach alle zu Zombie-Robotern gemacht hat. Palmer ist echt ein bisschen verrückt, muss ich sagen. So, you're saying Palmer is crazy then? No. Crazy is a horrible way to put it. Palmer's just very driven. And a little confused. Okay. That's why I have to help it or shut it down. Without getting chipped myself. When Palmer chips someone, everything that person knows gets absorbed into its database. Uh-oh. If I got chipped, Palmer would know how to build an exit portal. Oh, okay. Dein Gehirn ist also super gefährlich. Das heißt, die Informationen, die sie in ihrem Gehirn trägt, sind richtig wichtig für uns. Anywhere near Palmer. How are you supposed to help us with any of this? I do think I can help you. With Palmer, your friends, getting out of here. But to do it, we're going to need to go to my lab. What's in your lab? It's complicated. Before we head inside, we better get my defense system going. Don't want those chipped up creeps following us in. Grab my bucket for me. Ron's got it. Ron? Hello, Grand Harper. I am happy to see you, my friend. Harper? Hey, don't you judge me. Being alone gets lonely. Happy to help, friend. Thanks. See? I needed a way to confuse Palmer in case it ever found a way down here. That's why all this is way more complicated than it needs to be.
Alter. Was ein Eingang, ey. Wow. What a builder. Du magst komplizierte Maschinen, ne? I don't know. I'm starting to think that you just like complicated machines. Also ist das mit der Redstone-Welt doch berechtigt. Yes, we had figured it out, actually. Once Palmer caught on to its weakness to water, it started eliminating as much of this world's water as it could find. This water down here, it might be all that's left. Alter. Oh oh. Oh no. I still need to activate the other cauldrons. Hold them off to buy me more time. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich kämpfen, ne? I'm not about to get left alone again. Oh oh. Ah, die sind da. Dann spritzt sie doch einfach mit Wasser ab. Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Reiß dich davon los, Petra. Lass meine Freunde gehen, Parma. Reiß dich davon los, Petra. Come on, Petra, snap out of it. It's me. There is no Petra. Only Parma. Oh nein. Don't do this, Petra, please. I know all your moves now, Jesse. Oh oh, die kennt wirklich alle unsere Kämpfe. Oh oh, das ist nicht so gut. Petra, okay. Bitte, wir müssen alles blocken, was sie schlägt. Wir dürfen ihr ja nicht wehtun. Wir müssen einfach nur Zeit stillen. Genau. Schubs sie doch einfach ins Wasser rein. Oh oh, E drücken. Okay. Guck, die Spinne ist durchs Wasser geflogen. Zack, boom, bam, easy. E, zack, Spinne weg. Okay, das hätten wir also auch. Oh oh, sieht nicht so gut aus. Was machen wir jetzt? Oh, oh, wir müssen... Schubs sie rein. Oh, oh. Wen schubsen wir rein? Ich schubs Petra rein. Okay. Das hätten wir also. Zack, boom, bam. Oh, Petra ist wieder normal. Zack. Harper and Lucas? Hallo? Darn it. Jesse, I'm sort of remembering something from when I was chipped that seemed very important to Palma. Tall, glowing red lights, but I can't quite make out what they are. It's like a fuzzy dream, kind of giving me a headache, but I can try to remember it more clearly if you need me to. It was so strange. Okay, du musst dich, bist du okay, so allgemein? And thoughts and memories at the same time. How are you feeling? Pretty awful, but I'll get over it. Okay. Thanks for asking. You bet. Okay, we may be down, but we're not out. Harper told us to find her headset thing. We just have to find whatever it is before Palma chips Harper and starts downloading her mind. What's so important about this Harper person? Sie hat uns gerettet, wir sind ihr etwas schuldig. Sie hat Palma erschaffen, sie ist eine alte Erbauerin. Naja, sie ist eine alte Erbauerin von dem Ganzen, die hat einen Plan davon. She's actually an old builder. She built the portal network, which hopefully means she can help us get home. That's a pretty good reason to rescue somebody. We're going to work with her to shut Palma down, save her people. And that will hopefully free Lucas too. Whoa. Oh oh. Das sieht komisch aus. Before she was abducted, Harper gave me this. Ja, ich muss das. Give it to someone named Harry. Genau. And that would find this headset thing? That's what she said. Jesse, are you sure Harper hasn't, you know, completely lost it? When people are by themselves for a really long time. Ich wäre auch verrückt. Sie ist etwas seltsam. Sie ist nicht verrückt. Ich glaube schon, dass sie Plan hat. Just eccentric. Die hat ja überlebt, ne? True. Very true. Let's cut her a break, okay? She may have built this place a little weird, but I guess we shouldn't judge her too harshly. Especially when we need her help to save everyone who's been chipped by Palma. Good point. Right now, we need to focus on finding the headset. For starters, let's see if we can figure out who Harry is and why he wants flowers. Okay, rote Blumen braucht irgendein Harry. Das ist also wie so eine Art kleines Rätsel. Wir haben da ein Gemälde, irgendwie so ein Prototyp. Mal gucken, was hier so alles dran steht. Autonomous Management Agent. Okay, da ist der Text komplett aus dem Schild rausgeschrieben, weil es auf Deutsch übersetzt werden musste. Okay, da haben wir eine Kiste, die wir nicht andrücken können.
Hier haben wir einen Begrüßer. Hallo Begrüßer. Wie geht es dir, Begrüßer? A little weird. Können wir da nicht den Knopf drücken? Hier. Hello, Harper. It's Margaret. So good to see you. Hope you've been well. Alter. You've got to melt that ice around your heart and ja. Forgive yourself. You're not the one to blame. Es ist nicht dein... Oh Mann, die hat sich so selber... Oh, wollen wir uns das Eis nehmen? Ich würde mal sagen, wir nehmen uns das Eis mit. Vom guten alten Roboter. Ah. Oh, okay. Verstehe, das sind also... Okay, das heißt, wir verstehen jetzt, wie das ist. Und der hier sieht anscheinend aus wie jemand, der eine Blume braucht. Mal kurz ansehen, den Kerle. Hallo, werter Herr. Du hast ja einen leeren Platz frei. Könnte da vielleicht eine kleine Blume reinpassen, ne? Blume platzieren. Warte, Blume platzieren. So, und jetzt drücken wir. Ja, wir müssen ja erst den Knopf drücken, oder? Warte mal, lass mal kurz den Knopf drücken. Also, schön, dich zu sehen. You made all our lives better. Oh Mann. Gegenstandsrahmen nehmen. Wir haben hier. Okay, das heißt, ein Dings, eine Blume passt da nicht rein, ne? Das Buch ist da. Den hatten wir schon. Mal gucken, ob auf der anderen Seite vielleicht noch jemand ist, der vielleicht eine Blume haben möchte. Da ist ja Dings, Petra, aber Petra hat hier eine Truhe. Mal gucken, was in der Truhe drin ist, ne? Vielleicht haben wir da ja was. Ein Item, was uns vielleicht helfen könnte. Okay, ein bisschen Redstone. Ein bisschen TNT und ein Bucket. Okay. Dann können wir mal gucken, wie wir hier weitergehen können. Inzwischen haben wir echt viele Items. So, Harpers Bett. Können wir uns mal gerne ansehen. Sieht recht gemütlich aus. Naja, wobei, ne? Ist jetzt nicht unbedingt das Gemütlichste vom Gemütlichen, neben einem Zombie-Kopf zu schlafen. Aber kann ja jeder machen, was er will. This is where she slept? Kind of a sad setup, huh? I can't help but feel bad for her. Irgendwie hat sie, glaube ich, ein recht trauriges Leben, ne? Okay, das heißt, hier sind recht viele Zombie-Köpfe unterwegs. Es gibt einen Roboter, wo ein Platz frei ist. Aber wenn man da irgendwas reinlegt, funktioniert das nicht. Wir haben hier eine Werkbank. Hier haben wir noch irgendwas. Die Kiste kann man nicht öffnen. Aber hier haben wir eine Werkbank. So, mal gucken, ob wir da vielleicht irgendwas craften können, was uns vielleicht helfen kann. So, wir haben TNT. Wir haben Buckets. Wir haben Redstone. Wir könnten uns wahrscheinlich eine gute alte Redstone-Torch bauen. War das nicht irgendwie so? Zack, bum, bam. Und dann kann man hier, boom, eine Redstone Torch bauen. Redstone Torch. Okay. Hopefully one step closer to getting that headset. So, das heißt, wir müssen uns hier wahrscheinlich jetzt irgendwas craften mit einem Headset oder was weiß ich. Ja, wir brauchen ein Headset. Aber wie man sich ein Headset craftet, keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie mit dem Roboter hier reden. Ah, ich würde sogar sagen, vielleicht kann man mit dem Begrüßer irgendwie reden, ne? Wenn man ihm vielleicht eine Redstone-Fackel da reinlegt. So, Gegenstand Redstone-Fackel platzieren. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, wie man dies machen könnte? Haha, Tatsache. Okay, das heißt, wir haben hier sowas aktiviert. Ging recht einfach, ist okay. So, und jetzt können wir wahrscheinlich auch den Button drücken. Okay, wahrscheinlich nicht. Ivor ist da jetzt die ganze Zeit nur am Lesen. Ich mag diese Dialoge mit Ivor und Dings die ganze Zeit nicht. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen stressig, ein bisschen nervig, ne? Weil dort labern die irgendwie immer denselben Schmarrn. Okay, das ist also jetzt hier alles gemacht, ne? Müssen wir... Ja, okay, ich glaube, wir müssen doch mit Ivor reden, oder? Ja, doch, wahrscheinlich schon, oder? Mal gucken, was... aufheben. Warte mal, lass mal hier aufheben drücken. Sieht irgendwie so aus, als ob man das Buch mitnehmen kann. The Redstone Heart? Das Redstone Herz. By Soren? Wow. Either that name is a coincidence or... Wow. Also, die schreibt also Redstone-Bücher. Okay, das heißt, wir müssen anscheinend irgendwas mit diesen TNT-Blöcken machen. Ich glaube, lass mal kurz dorthin gehen, wo dieses Redstone da ist, ne? So, und dann sieht das hier ja eigentlich so aus, als ob man hier was machen kann, ne? Wir haben ja hier dieses Redstone, aber wir haben nichts mehr zum Andrücken. Wir können ja vielleicht nochmal... Nö, irgendwie ist hier gar nichts. Aber ich habe doch alles schon gemacht. Wir haben den Knopf noch gar nicht gedrückt dort bei diesem komischen Zombie-Dings da. Wieso können wir da nicht... Oh, da ist eine unsichtbare Wand. Ah, da ist doch mal eine Leiter. Aha. Okay, also da können wir jetzt wahrscheinlich nur mit Ivor reden. Mal gucken, was Ivor sagt, weil irgendwie habe ich jetzt doch keinen Plan mehr. I'm highly impressed. Although that painting does make me sad. Look how happy they used to look together. Oh. Okay, guck, deswegen mag ich diese Dialoge irgendwie nicht so. Das heißt, die Redstone Torch haben wir da jetzt reingelegt und da ist jetzt irgendwie, hat irgendwie alles funktioniert. Aber was machen wir mit der Blume? Kann man die Blume für irgendwas benutzen? Da haben wir noch hier diesen komischen Roboter. Ich glaube, da können wir auch nichts mehr andrücken. Ist schon alles gedrückt.
Aber wo ist hier nochmal so ein Ding, was man andrücken kann? Ich sehe hier gar nichts mehr. Hier ist nur diese Redstone-Dingster-Bumster. Dann ist da ein bisschen was. Aber wo müssen wir denn hin? Petra, könntest du mir vielleicht sagen, was ich hier tun soll? Thanks for saving me back there, Jesse. I know with both me and Lucas chipped, it can't have been an easy decision. Vielleicht muss ich noch irgendwas am Dings machen. Wir werden Lukas schon hören. Du bist meine Freundin. Wir werden das schon noch hinbekommen. Wir retten auch jeden. Aber das bringt mich ja auch nicht weiter jetzt die ganze Zeit. Okay, Petra wird das nicht vergessen. Super. Wir müssen die rechten noch anmachen. Wie kriegen wir denn die rechten Dinger noch an? Wir müssen da irgendwie noch irgendwas machen. Aber wo? Ich sehe hier gar nichts mehr. Wir haben da jetzt schon die Blume reingelegt. Da ist nur noch Ivor, mit dem wir reden können. Den Knopf können wir nicht mehr drücken. Wir haben hier nur noch dieses Gemälde, was wir uns ansehen können. Und das ist wahrscheinlich das Letzte. Sie sehen so glücklich aus. Aber kann man da irgendwas dran machen? Oder kann man vielleicht diese Dings da noch betätigen, die Kiste? Ah, da ist ein Knopf. Oh mein Gott, hier ist noch ein Begrüßer. Ah, wir haben den gar nicht gesehen. Hier muss die Blume rein. So, Knopf drücken. Good morning, ich bin Harry, es ist immer schön, dich zu sehen. Okay, Leute, wir haben den gar nicht gesehen. You have the best of intentions. You are like a flower in the desert and bring joy to those who have none. Okay. Diese Komplimente sind immer so cool. Warte, okay, das heißt, wir geben dir jetzt eine Blume. Herzlichen Glückwunsch, Harry. So, das sieht danach aus, als ob es jetzt funktionieren sollte. Okay, das haben wir jetzt alles gut hinbekommen. Okay, ich habe mir schon gedacht, wo die Blume denn bitte schon hin muss, weil der andere hat die Blume nämlich nicht genommen. Wow, ein Headset? Cool, lass es mal anziehen, das brauchen wir nämlich, das gute alte Headset. Boah, das sieht voll space, abgespaced aus. Boah. Los geht's. Wow! Yo, warte mal. Das sieht für mich aber wie Virtual Reality aus. Kann das sein? So wie... Dings? What's going on, Jesse? Is it working? I'm starting to see something. Harper Version 1.0.4.3.10. Ich glaube, ich bin ein Zombie. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin draußen, Alter. Yo, wir sind ein Zombie. Was? I'm at the base of a giant mesa. Oh mein Gott, wir können so einen Zombie kontrollieren. Wie cool ist das? What a preposterous name. Wow. Wow, I wish you guys could see how cool this is. Der kann sich wie ein Zombie. Oh, lol, das ist wirklich cool. Okay. Das ist ja mal mega cool. Das musst du Harper fragen. Also das wissen wir auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall cool. LOL. Das ist wirklich cool. Der übernimmt ja die ganzen Bewegungen, der übernimmt ja wirklich alles. Krass. Ich bin Harpers einzige Hoffnung. Vergiss Lukas nicht, wir können Parma nicht gewinnen lassen. Wir müssen das jetzt irgendwie mal regeln. Auf geht's. I better get moving if I want to reach Harper in time. Let's hope she isn't too far away from this zombie you're controlling. They must be taking Harper to where they put those redstone mind control chips on Lucas and Petra's heads. Lol. Aber so werden wir wahrscheinlich niemals auffallen, weil wir sind auch einer von vielen. Wobei, ist es nicht irgendwie auffällig, wenn alle schlafen und wir bewegen uns? I guess visitors aren't being encouraged. Oh. I would suggest building a tower up there, but that's not going to help you get back down once you freed Harper and Lucas. Yeah, you're right. Okay, Sand ansehen. Okay, wir können uns Sand ansehen. Juhu. Oh, da ist eine Werkbank. Sand. Not the most exciting material, but I can still craft with it. Okay, wir können uns aus Sand bestimmt gehärteter Ton. Haben wir auch was. Unfortunately, I can't get it without a pickaxe, so it's pretty much useless. Okay, das heißt, das können wir nicht mitnehmen. Vielleicht können wir in die Werkbank gehen und vielleicht dort schon mal ein bisschen was haben. Wobei, wir können hier die Zombies ansehen. It looks exactly like all the other zombies. Okay, das heißt, wir sehen genauso aus. Werkbank. Okay. Ja, was sollen wir denn jetzt hier bauen? Ja, aber hier ist ja nichts. Okay, wir haben Sand und da können wir wahrscheinlich graben. Ach so, wir können auch graben. Ich dachte, wir können nur ansehen. So, jetzt gräbt hier mal der Zombie. So, okay. Das heißt, wir können jetzt, aber, jetzt müssen wir hier Q drücken. Ich mag Sand, das Zeug kommt überall hin. Genau. Hallo?
Wir schlafen. Lol. Alter, die passen ja richtig auf uns auf. Okay, das heißt, wir gehen jetzt an die Werkbank. Verwenden. So, hallo. Ich möchte gerne an die Werkbank und die verwenden. Verwenden möchte ich die. Verwenden. Verwenden? Hallo? Kann ich... Ach so, ich muss da hinlaufen. Ich dachte, ich kann das einfach so andrücken. Lol, warte, jetzt hat sich die Dings, die Kamera und die Steuerung geändert. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Okay. So. Wir können uns craften, roter Sandstein. Ja, mega cool. So. Warte, kann ich hier nicht ganz einen ganzen Stack hinlegen oder so? Okay, wir bauen uns erstmal einen wahrscheinlich. Sweet. Enough of these and I can build my way up there and make sure that everyone else can get back down too. Schlafen, tu so, als ob du schläfst. Oh, die kommen immer näher und wir bauen. Das sah so dumm aus. Oh oh. Sorry to craft and run, but I'm afraid I need to be going. Oh 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 oh. Hallo? Okay, und jetzt die Treppe bauen. Treppe bauen, Treppe bauen, Treppe bauen, Treppe bauen, Treppe bauen, Treppe bauen. Nice. Das sieht echt cool aus.